Liebe Gäste, liebe Geschwister im Islam, ich grüße euch zuerst mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allahs Frieden, Segen und Barmherzigkeit auf euch allen liegen. Ich wollte zunächst, bevor ich mit dem eigentlichen Vortrag anfange, wollte ich erst noch einige Worte loswerden zu dem Vortrag, den der Bruder Said, möge Allah ihn dafür belohnen, zu den Worten, die er gesagt hat. Alhamdulillah, ich freue mich wirklich sehr, dass es heute hier so voll geworden ist. Und ich denke, dass es wirklich viele Menschen gibt, die einen Durst haben nach Wissen in der Religion, die einen Durst haben nach der Rechtsleitung, Alhamdulillah. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe mir eben wirklich Gedanken gemacht, wie das alles so angefangen hat. Ich weiß noch gut, im Jahre 2005 oder im Jahr 2004, da hat mich jemand sehr stark motiviert, auch vor allen Dingen in dieser Dauerarbeit tätig zu sein. Das ist der Sheikh Abu Enes, wenn ihr den vielleicht kennt, der Türke, der bei uns auf der Seite Fatwa macht, der auch die Islamschule in Braunschweig hat. Und im Jahr 2005, da habe ich diese Gedanken gehabt, dass man in Deutschland Vorträge macht, in allen Städten, alle Leute versucht einzuladen und so weiter. Und dass man versucht, wirklich so viele Menschen wie möglich zum Islam zu rufen. Und ich weiß noch gut, damals, die Leute haben gelacht. Die haben gesagt, ach ja, was willst du in Deutschland machen, die Leute, die wollen nicht. Aber heute lacht keiner mehr davon, Alhamdulillah. Weil wenn man etwas für Allah machen will, dann wird Allah einen Weg eröffnen, Alhamdulillah. Und deswegen sollte jeder, der hier ist, sich vornehmen, dass sein Herz für diese Botschaft schlägt. Und dass sein Atemzug für diese Botschaft ist. Denn leider sehen wir hier in Deutschland, leider sehen wir hier in Deutschland, aber ich glaube, das ist doch zu laut, oder? Zu laut? Nein? Achso, ich war eben zu leise, okay. Ich will ja keinen belästigen. Dann gehe ich wieder. Jedenfalls sieht man leider in Deutschland, dass es viele Folklorevereine gibt, die sich islamische Verbände nennen und die die Botschaft hier richtig verraten haben. Der Bruder Ibrahim, der war letzte Woche bei einem Besuch von einer Schulklasse in einer Moschee von einem großen Verband hier in Deutschland. Und da haben sie zu ihm gesagt, hey, sag den Leuten nicht, dass die falsch sind. Wir wissen, dass die in die Hölle gehen, wenn die so bleiben. Aber ist egal, Politik, erzähl dir nichts davon. Da sagst du dir nur, Subhanallah, Achi, diese Leute müssen sich was schämen. Diese Leute müssen sich was schämen. Und dann, das Beste ist, wenn ich dann sage, Islam ist die einzige Wahrheit, wir wollen für die Menschen das Gute, wir wollen den Menschen sagen, dies ist der Weg zum Paradies. Dann sagen sie, hey, das ist nicht islamisch, das ist zu laut. Da denkst du wirklich, entweder die Gehirnzellen sind abgestorben oder der hat absolut keine Ahnung vom Islam. Dann wird zum Beispiel gesagt, Allah leitet recht, wie er will. Du musst den Leuten nichts erzählen von Islam. Wer will, Allah, der wird schon kommen, bestimmt. Wir haben keinen Zweifel daran, dass derjenige, den Allah recht leitet, dass der recht geleitet wird. Aber warum sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, عُدْتُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَمُعِذَةِ الْحَسَنَى وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ. Rufe zum Weg deines Herrn. Er sagt nicht, ja, bete, faste, wer will, klappt schon am Ende, vielleicht verläuft sich mal jemand in die Moschee zufälligerweise, nimmt den Islam an. Er sagt, rufe auf. Und dann wird gesagt, ja, aber du musst das mit Hikma machen. Hikma. Weisheit auf Arabisch. Hikma? Mashallah. Wer hatte denn die meiste Hikma in dieser Umma? Wer? Hikma bedeutet Weisheit, die richtige Sache an die richtige Stelle setzen. Wer hatte am meisten Hikma? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, richtig? Ja. Stimmt, so habe ich recht. Ja. Beides, gut. Und was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt zu den Leuten? Er kam zu den Leuten mit dem Koran, hat gesagt, dies ist die Wahrheit. Wer diese Religion nicht annimmt, der hat ein Problem. Wir sagen das nicht, weil wir jemandem etwas Böses wollen.
sondern wir sagen das, weil wir uns überzeugt sind von der Sache. Wenn du Minderwertigkeitskomplex hast wegen deiner Religion, dann geh nach Hause. Aber komm nicht zu mir und sag, hey, Vogel ist falsch. Und 99% der muslimischen Jugendlichen, die aufgewachsen sind, sagen wir 90%. 90% beten nicht. Subhanallah, ich habe letzte Woche wieder angefangen, ein bisschen zu trainieren, damit ein bisschen fit bleibt. Und dann treffe ich wieder so diese ganzen Konsorten. Einer, Türsteher im Bordell, nicht Muslim. Was erzählt ihr mir, wer die Stammkunden da sind? Die Muslime, die sogenannten. Ja, was willst du dazu sagen? Das heißt, diese Dauer, dieser Weg, den diese Menschen eingeschlagen haben, diese Schmeichelei, Entschuldigung, dass wir Muslime sind, der will, kann kommen, wer nicht will, lass die Leute in Ruhe, lass die Leute ruhig in die Hölle gehen. Dieser Verrat hat die Muslime getroffen. Denn der Prophet Sassam sagt, لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. Entweder ihr gebietet das Gute, berufst du mich lahm auf, zu den guten Taten auf, und verbietet das Verwerfliche, oder Allah wird eine Strafe auf euch herabsenden. Und dann werdet ihr ihn bitten und die Bitte wird nicht erhört werden. Und das ist das Ergebnis, was wir heute sehen. Vater lebt seit 20, 30, 40, 50 Jahren in Deutschland. Sein Arbeitskollege hat noch nie was vom Islam gehört. Schau dir den Sohn von diesem Mann an. Schau dir die Tochter von diesem Mann an. Das ist das Ergebnis, was wir haben. Aber das, was ich jetzt erzähle, ist nur eine Analyse. Es nützt jetzt nicht zu sagen, ja, der hat einen Fehler gemacht, der hat einen Fehler gemacht. Aber was jetzt gemacht werden muss, ist, dass man kapiert, worum es geht und auf dieses Schiff aufspringt und mitmacht. Und nicht sich versteckt und auch noch sagt, mit der Vogel, der hat gesagt, die Ungläubigen gehen in die Hölle. Der Böse. Mashallah, steht im Koran. Was dagegen? Sure 3, Vers 85. Darum geht es. Und für jeden Nicht-Muslim, der hier ist, das sind einige harte Worte, ich spreche damit nicht die Nicht-Muslime, sondern die Muslime, wofür wir hier sind, ganz klar, wir sind überzeugt, dass Islam der wahre Weg ist. Und wir wollen einen überzeugen. Und jeder muss am Ende für sich selber entscheiden, was ist der richtige Weg. Ich kann keinen dazu zwingen. Ich wünsche jedem das Beste, der hier ist. Aber das ist mein Glaube. So wie Papst Benedikt Ratzinger hier auch sagen wird, katholischer Glaube ist der richtige Glaube. Aber es sollte sich jeder darüber bewusst sein, es wird ein Tag kommen, wo wir sterben. Und dann sollte man nicht sagen, ja okay, mein Vater war dies, mein Dings war... Ich sage zum Beispiel manchmal, bist du katholisch oder evangelisch? Dann sagt er, ja katholisch. Sag ich, warum bist du nicht evangelisch? Weil ich evangelisch richtig, weil ich katholisch verkehrt. Das heißt, man kann sich nicht einfach darauf verlassen, was man geerbt hat. Man muss ein Bewusstsein haben, warum hat man diesen Weg. Das Thema von heute ist, um zum Thema zu kommen, ist: Glauben Muslime an die Bibel? Wie jeder weiß, ist ein Muslim jemand, dessen Religion der Islam ist. Und der Islam, das Wort Islam, kommt ursprünglich von dem Wort Salam, was Frieden heißt. Das Wort Islam selber heißt, sich hingeben, sich ergeben. Sich wem hingeben, sich wem ergeben? Sich dem allmächtigen Gott ergeben. Wer ist der allmächtige Gott? Der allmächtige Gott ist Allah subhanahu wa ta'ala, der im Koran von sich sagt, Sure 113, Kul huwallahu ahad, sprich, er, Gott, Allah, ist ein einziger, einzigartig. Allahu samad, der ewig unabhängig, von dem alles abhängig ist. Lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Er hat nicht gezeugt und wurde